Hallöchen, ihr Badenhausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Egg Rail and Skies Nummer 2. So, und ich habe mal nachgelesen, wie der Steam Boiler funktioniert. Im Prinzip funktioniert er so, wie ich ihn da unten hingestellt habe. Man muss einfach nur Fuel da reinmachen, der muss auf über 100 Grad kommen. Und dann produziert er Steam. Also gucken wir, warten wir einfach mal ab. Was passiert? Ist jetzt zwar nicht so geil hier gebaut, aber ist ja egal, wir sind ja nur zum Test. Erstmal. Der soll angeblich irgendwas mit 640 F pro Tick oder sowas machen. Könnte. Der ist jetzt auf 31,7 Grad. Schauen wir mal. Ja, steigt auf jeden Fall schon einen Schlag schneller jetzt. Wir sollten mal mehr Kohle reinschmeißen. Schauen wir mal, wie es aussieht. Kohle haben wir ja genug, also was soll's. Zum Test ist immer alles gut. Wie gesagt, ich habe mit den Dingern noch nie gearbeitet. Wenn die wirklich so massenhaft an Kohle verschlingen, ist das auch klar, warum. Aber gut, wenn man eine eigene Charcoal-Fabrik hat oder so, was geht das? Aber wir wollen jetzt mal weiter gucken. Was haben wir denn noch hier? Wir hätten ja noch den Bioreaktor. Der ist auch nicht schlecht. Der ist aber auch schwer zu machen. Oder nicht schwer zu machen, aber naja. Ich glaube, wir werden den jetzt auch mal machen. Unseren Bioreaktor. Schauen wir mal, ob wir den hinkriegen. Der ist, glaube ich, gar nicht so schwer zu bauen. Da braucht man aber Plants für. Das kann ich euch schon sagen. Das weiß ich nämlich. Den habe ich schon mal benutzt. Da braucht man Schleim. Fermented Spider ist nicht das Problem. Brick ist auch nicht das Problem. So, jetzt brauchen wir erstmal wieder Tin. Gears. Deswegen hauen wir mal ein bisschen Tin hier rein. Du machst mal bitte aus. So, wir hauen das Gear mal kurz hier rein. Schon mal. So, wir brauchen nämlich zwei davon. Definitiv. Wir brauchen Fermented Spider, ey. Gucken wir mal. Wir brauchen dafür Sugar. Brauchen wir nur Sugar? Ich glaube ja, ne? Und wir brauchen Brown Mushroom, ne? Moment, wir haben noch Fermented Spider, ey. Kein Problem hier. So. So, was brauchen wir noch? Sugar. Sugar. Sugar, Sugar. Haben wir. Sugar haben wir auch. Bricks, Slime. Haben wir Slime? Irgendwas in der Art von Slime. Wir haben auf jeden Fall die Dinger, das weiß ich. Haben wir davon Slime abgebaut? Slime Bricks. Kann man die in Slime machen? Irgendwie, vielleicht? Zufällig kannst du nicht. Warum auch? Warum das denn? So ein Scheiß. Kein Slime. Doch. Sehr mal Slime. Sehr gut. Slime haben wir auch. Die Bricks machen wir uns gleich auch eben. Wir haben nur noch einen Clay leider. Deswegen müssen wir uns so einen Brick machen. Das ist auch kein Problem. Gib mir mal einen Wassereimer. Den haben wir ja noch. Das und das. Und dann machen wir uns mal eben kurz einen Clay-Block. Und den haben wir kaputt. Und dann haben wir uns Bricks. Sehr schön. Dankeschön. Die Netherbricks kommen hier oben rein. Die brauchen wir jetzt gerade nicht. Glas und Eisen haben wir noch für das Teil. Da brauchen wir dann was, eine Keule. Das ist cool. Plastik haben wir auch noch. Das ist auch gut. Aber ich werde hier mal kurz den Baum abhacken. Um da Rubber zu kriegen. Den können wir direkt wieder rein einschmelzen, das Zeug. Hatten wir nicht noch irgendwo Rubber? Oder hatte ich schon alles verballert? Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, wir brauchen jetzt erstmal noch ein Gear. Natürlich ein Tin Gear für den Frame. So. Das Teil einmal. Und da haben wir schon den Bioreaktor. Der ist... Den kann man da, lustig ist, den kann man überall hinstellen, das ist scheißegal. Den könnte ich theoretisch auch hier draufstellen. Ne, den müsste ich hier aufstellen. Da zeige ich euch gleich, wie das Ding funktioniert. Das Ding kenne ich auch. So, der Fuel. Oh, der braucht Blaze Swords. Ey, haben wir Blaze Swords? Ey, haben wir Blaze Swords? Das ist eine gute Frage.
glaube nämlich eher nicht. Ich glaube, wir haben nämlich noch keine Blaze Rods. Ich weiß, wie man Blazes kriegt, auf jeden Fall. Nämlich, indem man die spawnt. Eine Blaze Lamp, jo. Mit Blaze Powder kann man die zusammen... Ach ja, kann man die nicht... Das kann man nicht. Das Alchemical... Den könnte ich sogar schon machen, ne? Warte mal. Kann ich den... Oder brauchen wir dafür einen Brauchstand? Natürlich brauchen wir dafür einen Brauchstand, ne? Dafür braucht man natürlich eine Blaze Sword, ne? Du Penner. Scheiße. Haben wir echt keine... Nicht eine Blaze Sword irgendwo? Verdammt. Aber nicht mal eine aus Versehen aus der Kiste, aus der Reward Bag oder so gekriegt. Ey, das wäre so pornös, ne? Scheiße, dass man. Blaze Powder kann man nicht zusammen craften, ne? Natürlich nicht. Verdammt. Verdammt! Shitte! Warte mal, da muss ich mal gucken. Ich glaube, man muss diese eine Doll haben dafür. Diese da. Die Angry Doll. Da brauchst du nämlich eine Netherwarze, Glowstone und so weiter. Was wir alles haben. Ich glaube, Netherwarzen haben wir auch schon, ne? Irgendwo rumfliegen. Ich meine, wir hatten schon eine Netherwarze. Irgendwo. Bestimmt sogar. Hatten wir die. Könnte ich drum wetten. Oder haben wir die angepflanzt im Nether? Könnte auch sein. Ich geh mal gucken. Könnte sein. Da haben wir die vielleicht doch schon angepflanzt. Warte mal, ich nehme mal die Crops mit. Hatten wir die angepflanzt oder nicht? Das ist die Frage. Wir haben doch hier die Dolls auf jeden Fall noch. Da hatten wir die angepflanzt oder nicht? Ich glaube ja. Ich bin mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber das gucken wir mal nach. Das gucken wir nach. Ist ja kein Problem. Nether eben. Schauen wir mal. Ich weiß es jetzt gar nicht. Haben wir die angepflanzt? Haben wir. Sehr gut. Ah, die sind natürlich noch nicht gewachsen, ist klar. Die Frage ist... Au. Au. Hau ab ein Stück. Ist natürlich doof, die... Was? Die wachsen natürlich hier nicht so, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, funktioniert das mit Bone Meal? Ich kann es nicht sagen. Das müssen wir ausprobieren. Mit der, ich glaube, die Watering Can funktioniert, glaube ich, nicht bei Netherwarzen, aber das weiß ich jetzt gerade nicht. Das ist natürlich jetzt schlecht. Die wachsen natürlich nicht ohne Schanklo oder whatever. Ist ja wohl klar. Wie auch. Funktioniert Baumwiel bei denen? Jo, sehr gut. Dann nehme ich doch. Warte. Nehmen wir uns mal zwei Stück weg. So. Falls funktioniert das? Das wäre ein Ding. Okay, gießen kann man hier schon machen. Okay, funktioniert sogar. Geil. Cool. Machen wir auch noch einen hin. Geil. Astral. Ja, sicher. Hier wächst... Im Nether wächst Unkraut. Habt ihr das gesehen? Gibt's ja gar nicht. Dann nehmen wir uns noch ein paar Netherwarzen mit. So, jetzt haben wir 6 Stück. Sollte erstmal reichen. So, jetzt haben wir jetzt 5 Warzen noch da stehen. So, es ist natürlich gerade dunkel. Das heißt, wir gehen mal kurz schlafen. Einzige, was natürlich jetzt blöd ist, ist die scheiß Blaze Sword. Ich weiß nicht mehr, wie das funktioniert. Die musste man in irgendein... Ich glaube, die musste man in Lava schmeißen. Der kann das sein? In dem Lava-Bottich. Huh. Das ist eine gute Frage.
Blaze Powder, Redstone haben wir alles dabei. Glowstone können wir uns auch holen. Haben wir uns da immer 4. Jetzt kommen noch die Dolls. Ach ja, Blaze Powder sollten wir vielleicht auch noch mitnehmen. So. Die Dolls, die habe ich hier gesehen. Irgendwo da sind sie. So, 2 Stück. Dankeschön. Soll ich meinen? Das muss im Lava getunkt werden. Das Ding. Geschmissen. Ich meine in so einem Stone Barrel. Ich meine ja. Pass auf, wir nehmen uns mal ein. Problem ist natürlich, wir müssen aufpassen, ne? Blaze, Vista, wenn die schießen. Was haben wir denn am meisten? Ja, die meiste Attack Damage wird wahrscheinlich die Headshot machen, ja. Das muss auch nicht funktionieren, da muss man auch dabei sagen. Ich meine, das war so. Ich meine, das war hier in Lava reingetunkt. Reingeschmissen. War das so? Das verarschen. Mal zieht das scheiß Ding mal aus, ey. Geh mir am Sack. War das so? Haben wir davon eine Quest gehabt? Ja. With a stone barrel of lava to get blaze. Okay, with a stone barrel of lava, ja. Achso, ich kriege ja sogar schon einen. Sehr cool. Achso, okay. Da kommt Summoning. Komm, du altes Blaze. Eine Blaze-Shot brauchen wir noch. Los. Los. Ne, brauchen wir nicht eigentlich. Ist egal. Weil wir brauchen ja nur das Alchemical Chemistry Set. Das wird ja schon reichen. Weil, dadurch, da können wir mit 4 Blaze Powder können wir Blaze Swords machen. Deswegen wäre das gar nicht mal so scheiße. Komm! Los! Beschwöre dich! Was hat wieder Dauer, ne? Problem ist natürlich, man sollte sie nicht wegdrehen, weil das Ding nämlich gespawnt ist. Sollte man ganz schnell verschwarten. Danke. Oh, wow, hast du nur so gedacht, du Arschloch. Lutsche! Aber so funktioniert das. So holt man sich die Blazes. Pass mal auf, da machen wir das anders. Wir bauen uns jetzt erstmal das Chemistry Set. Chemistry. Von Blood Magic. Wir brauchen den Braustand. Wir brauchen einfach nur Kobbel mit einem Blaze. What? Sit. Und sit. Und da ist er. Und da brauchen wir einfach nur noch den Blood Orb und 2 Obsidian. Okay, das kriegen wir hin. Den Blood Orb haben wir den wahrscheinlich hinten, ne? Dann. Jo, springen. Eigentlich machen wir wieder mal matt mit Blood Magic hier. Und da ist er. Die Frage ist. Ach, wir haben ja den Master. So, Master Blood Orb brauchen wir und 2 Obsidian, ne? Gesagt. Getan. So. Da ist noch eins drin. Da ist noch eins drin. Sehr gut. Ach ja, Stone Barrel sollte ich auch wieder dann mitnehmen da hinten. Hin. Wäre ja klug, ne? Weil. Dahin. Oder ein Cobblestone hier drauf. So. So, einmal ein Eimer Wasser. Und dann Lava, Wasser, Obsidian. So, und Lava, Wasser, Obsidian. Sehr schön. So. Dann können wir das jetzt auch noch bauen. Dann haben wir den auch durch. So, Obsidian und den Braustand oben drüber. Und dann haben wir das Chemistry Set. So, und da war jetzt, wie war das mit Blaze Swords? Gucken wir mal. Blatze. 4 Stück für einen, alles klar. Warte mal, machen wir das doch mal.
Zwei Stück brauchen wir, ne? Gerade. So, da bauen wir mal hier auch dran, das Teil irgendwo. Das bauen wir mal. Ja, bauen wir mal hier hin, was soll's. Der hat natürlich jetzt gerade nichts. Deswegen, das werden wir mal kurz was auffüllen hier. Das Dingen. Sollte eigentlich funktionieren. Kann man den Master denn dafür benutzen? Ja. Warte mal, wo haben wir denn unser... Gib mal das Holding. Carbon Essence 0? Warum geht noch nicht? Warum zieht der keine Essenz? Hä? Store so Life Essence. Weiß nicht, wenn ich mich piek. Und jetzt? Immer noch 0. Na, testen wir das erstmal einfach. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Schauen wir mal. Funktioniert hier irgendwas? Warum macht er das nicht? Ich hab mal gedacht, der Speicher, der packt das darüber. Warum ist eigentlich nur noch Tier 2? Irgendwas stimmt doch hier nicht. Habe ich den nicht schon auf Tier 4 gehabt? Oder Tier 3? Hä? Ich habe den doch schon höher gehabt, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe den sogar schon auf Tier 4 gehabt, glaube ich. Achso. Carbon Essence 0. Hä? Da muss er hin. Sag doch. Testen wir mal so. Passiert jetzt irgendwas? Bin ich irgendwie zu verblödet dafür oder so? Wie mache ich denn das Zeug in dem? Wisst ihr was? Ich guck mir das erstmal an. Irgendwie funktioniert das gerade noch nicht. Das gucken wir uns mal nächstes Mal an. Ich muss mal ein bisschen lesen wieder über Blood Magic, weil wie gesagt, ich kenne mich mit Blood Magic halt fast gar nicht aus. Leider. Deswegen werde ich da erstmal mal ein bisschen wieder lesen. Und wie immer würde ich sagen, weil die Folge schon wieder vorbei ist, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wie auch immer, wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer Runde Algravian Skies Nummer 2. Tschüssingen.